sind wir allein im Universum. Der Glaube an außerirdischen Lebensformen, die die Erde besuchen, wird zumeist in der Öffentlichkeit belächelt. Viel zu groß seien die Dimensionen im Weltall. Zu lange bräuchte eine fremde Zivilisation, um zu uns zu gelangen. Schließlich könne nichts schneller sein als das Licht. Doch es gibt Aussagen einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen, die näher an anderen Planeten waren, als je ein anderer Mensch vor ihnen, wenn auch nur zu einem minimalen Bruchteil. Astronauten. Viele dieser Menschen, die die Erde als einer der wenigen verlassen haben, glauben fest an die Existenz von Außerirdischen. Nicht irgendwo in den Weiten des Weltalls, sondern auf der Erde. Ihre persönlichen Begegnungen lassen für sie gar keinen anderen Schluss zu. Männer und Frauen, die unheimliche Dinge erlebten, UFOs, die an ihnen vorbeiflogen, seltsame Erscheinungen direkt neben ihnen, mysteriöse Geräusche, die nicht existieren dürften. Auf der ISS, in den Space Shuttles der NASA oder um die russischen und chinesischen Raumkapseln herum. Livestreams, die abgebrochen werden, immer dann, wenn Unerklärliches geschieht. In der nächsten Stunde betrachten wir die Aussagen der Astronauten genauer. Worte von NASA-Mitarbeitern, die ihre unheimlichen Begegnungen bestätigen. Von unbekannten, intelligenten Objekten, die die Atmosphäre der Erde durchstreifen. Bis hin zu persönlichen Kontakten zu außerirdischen Wesen. Was steckt also hinter diesen Begegnungen? Weiß die NASA sehr viel mehr, als sie uns sagen will? Besteht schon längst ein Kontakt zwischen Außerirdischen und der Menschheit, beginnend mit dem Aufeinandertreffen zwischen Aliens und Astronauten? Der erste Hinweis, dass ein solcher Kontakt besteht, ist zugleich einer der unheimlichsten. Eine Warnung an die Menschheit. Die Erde muss gewarnt werden. Das soll die französische Astronautin Claudie Henier in die Welt hinausgeschrien haben. Kurz zuvor versuchte sie sich das Leben zu nehmen. Viele, die ihre Geschichte kennen, sind überzeugt, dass sie uns mit ihrem Hilferuf vor einer außerirdischen Präsenz auf der Erde warnen wollte. Dabei liest sich ihr Lebenslauf bis zu diesem tragischen Zeitpunkt wie eine Erfolgsgeschichte. Also was könnte die damals junge Astronautin dazu veranlasst haben, einen solchen Satz zu sagen? Die heute 64-jährige Wissenschaftlerin Claudie Henier war 1993 als Ersatzastronautin für die französisch-russische Forschungsmission Mir Altair ausgewählt worden. 1996 war sie Teil der russisch-französischen Cassiopeia-Mission, wo sie 2 Wochen lang an Bord der russischen Raumstation verbrachte. Auch war sie im Jahr 2001 die erste weibliche Europäerin, die auf der internationalen Raumstation, der ISS, einen Einsatz hatte. Nach ihr und ihrem Mann wurde gar im September 2001 ein Asteroid benannt, deren Entdecker aus der Heimatstadt der beiden Wissenschaftler kommen. Nach ihrem Ausscheiden aus der aktiven Raumfahrt trat sie in die Politik ein. Ihren Fähigkeiten entsprechend war sie von 2002 bis 2004 als Ministerin für Forschung und neue Technologien berufen worden. Von 2004 bis 2005 war sie als Delegierte für europäische Angelegenheiten im Einsatz. Doch ihre eigentliche Berufung veranlasste sie, die politische Arbeit wieder niederzulegen und sich der Forschung in einem Biologielabor des Pasteur-Instituts zu widmen. Denn von Haus aus ist sie promovierte Ärztin mit der Spezialisierung auf Neurologie. Bis dahin ein Lebenslauf, den sich wohl der ein oder andere auch gewünscht hätte. Doch dann wendet sich plötzlich das Blatt. Aus bis dato unerklärlichen Gründen sollte sie in der Welt nicht mehr als anerkannte Wissenschaftlerin und Astronautin gelten, sondern an ihre Taten und Worte gemessen werden, die für die meisten Menschen jenseits allen Verständnisses liegen. Das Jahr 2008. Es wird berichtet, dass Ex-Astronautin Claudie Henier eine Überdosis Schlaftabletten eingenommen habe, um ihr Leben zu beenden. Als man sie entdeckt, war sie noch bei Bewusstsein. Sofort brachte man sie ins Krankenhaus. Nur wenige Minuten später fiel sie ins Koma. Nur Sekunden zuvor soll durch die leeren Gänge des Krankenhauses ein Satz gehallt haben, den die, die ihn hörten, wohl nie vergessen werden. Die Erde muss gewarnt werden. Was hat es mit diesem Satz auf sich? Von einem der wenigen Menschen, die die Erde auch schon vom All aus gesehen haben. Ihr Versuch, sich das Leben zu nehmen, erklärte man offiziell als die Auswirkung eines Burnout-Syndroms. Die Menschen, die sie kannten und die, die ihre Geschichte hörten, wollen diese offizielle Verlautung allerdings anzweifeln.
Und dafür ziehen sie einige Indizien heran, die diesem verzweifelten Ausruf eine viel bedeutendere Wirkung zukommen lässt. Nicht nur der Umstand, dass sie Astronautin war, sondern auch das biologische Labor, in dem sie arbeitete, soll über die mysteriösen Umstände Aufschluss geben. Gerüchten zufolge experimentierte man in diesem Labor nicht nur mit menschlicher, sondern auch mit außerirdischer DNA. Kurioserweise wurde der gesamte wissenschaftliche Betrieb nur Stunden zuvor von einem Brand zerstört und damit auch alle möglichen Beweise, die man bräuchte, um diese These zu unterstützen. Und so verdichteten sich die Vermutungen, dass Henier tatsächlich an einem Projekt beteiligt war, das mit außerirdischer Biologie zusammenhing und sie möglicherweise davor warnen wollte, bevor sie schlussendlich zum Stillschweigen gedrängt oder gar gezwungen wurde. Manche Quellen berichteten damals auch über eine komplette Änderung ihrer Weltanschauung. Dr. Henier sei seit ihrer Rückkehr aus dem All überzeugt, dass unsere Erde in der Vergangenheit von alten Astronauten besucht worden war. Diese hätten nicht nur unseren Planeten kolonisiert, sondern auch den damals existierenden frühen Menschen mit Hilfe genetischer Veränderungen zu dem gemacht, was er heute ist. Merkwürdigerweise äußerte sich Claudie Henier bis heute nie zu diesen mysteriös wirkenden Umständen. Sie soll sich in Bezug auf den Versuch, ihr Leben zu beenden, als auch auf ihre Arbeit beim Pasteur-Institut sehr zurückhaltend gezeigt haben. Sie hat den Vorfall bis heute weder bestätigt noch dementiert. Heute ist sie die Direktorin der Stadt der Wissenschaften und der Industrie in Paris, dem größten populärwissenschaftlichen Museum in Europa. Doch wie viel Wahrheit steckt in Claudie Henier's Aussage, wenn sie denn so gefallen ist? Sie ist bei weitem nicht die einzige Astronautin, die sich über die Existenz Außerirdischer auf der Erde geäußert haben soll. Scott Carpenter, einer der Astronauten, der an Bord der riesigen Atlas V-Rakete ins All flog, berichtet zum Beispiel: "Zu keiner Zeit, als wir Astronauten im Weltraum waren, waren wir allein. Es gab eine ständige Überwachung durch UFOs." Leroy Chow, ein ehemaliger ISS-Kommandant, hatte hingegen eine echte UFO-Sichtung. "Ich sah ein paar Lichter, die in einer Linie zu stehen schienen, und es war fast wie ein auf dem Kopf stehendes Häkchen. Ich sah sie vorbeifliegen und dachte, es sei furchtbar seltsam." Brian O'Leary, ein im Weltraumprogramm trainierter Kandidat für eine mögliche Marsmission, ist sich über die Existenz einer außerirdischen Zivilisation ebenfalls sicher. "Es gibt eine Fülle von Beweisen, dass wir kontaktiert werden. Zivilisationen beobachten uns schon sehr lange und ihr Auftreten ist aus jeder Art von traditioneller, materialistischer westlicher Sichtweise bizarr." Der NASA-Pilot Joseph A. Walker hatte auf einem Flug Kontakt mit unidentifizierten fliegenden Objekten. Er äußerte sich zu diesem Erlebnis folgendermaßen: "Ich habe keine Lust, über sie zu spekulieren. Ich weiß, was auf dem Film war, der nach dem Flug entwickelt wurde." Und es gibt noch so viel mehr dieser Aussagen. Doch was ist nun mit dieser vermeintlichen Warnung Heniers an die Menschheit? Es hört sich irgendwie alles wie in einem Drehbuch an. Der tragische Versuch eines Menschen, sich das Leben zu nehmen, die vermeintlich hohe Position in einem staatlichen Labor, dazu auch noch ehemalige Astronautin und das Ganze vermischt mit einer populären Überzeugung, die wohl an Zachariah Sitchins Veröffentlichung zu den Anunnaki angelehnt ist. Der ein oder andere von euch wird diesen Bericht sicherlich schon einmal woanders gelesen haben und auch mir bereitet er immer eine kleine Gänsehaut, wenn ich ihn lese. Allerdings muss man dazu sagen, dass man keiner nachverfolgbaren Quelle das entnehmen kann, was berichtet wird. Ob dieser Satz, der eine erschreckende Warnung an den Menschen enthält, jemals so gefallen ist, kann man einfach nicht bestätigen. Und wenn dem doch so ist, kann man nicht außer Acht lassen, dass ihr Blutkreislauf gerade mit einer ziemlich großen Menge an Schlaftabletten durchströmt wurde. Litt die junge Astronautin also nur an eine psychische Störung? Wenn es nach den Worten eines NASA-Mitarbeiters geht, fand der Kontakt zwischen Aliens und Astronauten bereits vor mehr als 30 Jahren statt. Clark C. McLelland sagt, er habe im Jahr 1991 Unglaubliches gesehen. Zu dieser Zeit sei er Teil eines Teams im Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida gewesen. Als Astronaut und Ingenieur sei er an hunderten Missionen der NASA beteiligt gewesen. Genauer gesagt war er während seiner Karriere innerhalb der amerikanischen Weltraumbehörde an über 650 Missionen im Rahmen des Mercury- und Apollo-Programms sowie an den Einsätzen des Space Shuttles involviert. Während einer dieser Space Shuttle-Missionen wurde er Anfang der 1990er Jahre Zeuge einer Begegnung, die ihn bis heute nicht mehr ruhen lässt.
So habe er gerade an seinem Schreibtisch im Kennedy Launch Control Center gesessen und einer der Space Shuttle Missionen überwacht. Plötzlich sieht er auf seinem Monitor, wie die Besatzung des Shuttles mit einem großen Wesen interagiert. Etwas über eine Minute lang sieht er diesem zu und ihm wird schnell bewusst, das Wesen, das er dort sieht, ist außerirdisch. Ein großes, intelligentes Wesen aus einer fremden Welt. Doch nicht nur das. Auf einem anderen Monitor sieht er zudem ein Raumschiff, wie es am Space Shuttle angedockt ist. Und dieses Raumschiff sei keines von unseren. Noch weiß er nicht, welche massiven Auswirkungen dies auf sein Leben haben wird. Dieser nur eine Minute andauernde Blick auf dem Bildschirm. Denn eines steht fest, das, was er dort sah, hätte er auf keinen Fall sehen dürfen. McClelland selbst beschreibt sein damaliges Erlebnis so. Ich, Clark C. McClelland, ehemaliger SCO Space Shuttle Fleet, beobachtete persönlich einen 2 bis 2,40 Meter großen ET auf einen der 27 Zoll Videomonitore, während ich im Kennedy Space Center Launch Control Center Dienst tat. Der ET stand aufrecht in der Nutzlastbucht des Space Shuttles und diskutierte mit zwei angebundenen US-NASA-Astronauten. Ich beobachtete auf meinen Monitoren, wie sich das Raumschiff des ETs in einer stabilisierten, sicheren Umlaufbahn hinter den Haupttriebwerkskapseln des Space Shuttles befand. Ich habe diesen Vorfall ungefähr 1 Minute und 7 Sekunden lang beobachtet. Genug Zeit, um mir alles zu merken, was ich beobachtet habe. Es war ein ET und ein außerirdisches Raumschiff. McClelland sagt, dass er sich keinesfalls in seiner Einschätzung des angedockten Raumschiffs als etwas Außerirdisches irren könne. Er sei auf die visuelle Erkennung von irdischen Fluggeräten trainiert, auch in der von neuesten und modernsten Entwicklungen. Das, was er dort erblickte, ist alles andere als das, was von der Menschheit geschaffen und geflogen wurde. Weit weg von geheimer Technologie der USA oder anderen Staaten. Doch wer waren diese Astronauten auf dieser Mission, die er beobachten konnte, wie sie mit einem außerirdischen Wesen interagierten? McClelland selbst sagt, er wisse es und habe auch die beiden Astronauten gekannt, nennen wolle er sie zu ihrem Schutz allerdings nicht. Allerdings sind die Space Shuttle Missionen öffentlich einsehbar und nach meinen Recherchen fanden im Jahr 1991 nur 6 Missionen statt, zwischen April und November. Interessanterweise ist unter den Mitgliedern dieser 6 Missionen ein mir bekanntes Besatzungsmitglied, Story Musgrave. Ein US-Astronaut, der sagt, er habe bei seinem Einsatz im Weltraum etwas gesehen, das er als Schlange bezeichnet, 2 Meter lang. War er einer der beiden Astronauten, die mit dem Wesen sprachen, das McClelland gesehen hatte? War das Wort Schlange nur ein Codewort für das Wesen? Musgrave selbst antwortete einmal in einem Interview 1995 auf die Frage, was es im All gäbe, folgendermaßen. Lebende Kreaturen, die als Zivilisation viel weiterentwickelt sind. Deshalb bemühe ich mich zu kommunizieren und könnte deshalb als exzentrisch angesehen werden. Ist es nur ein Zufall, dass gerade Musgrave unter den Astronauten ist, die im Jahr 1991 eine Space Shuttle Mission durchführten? McClelland sagt, er sei bei weitem nicht der einzige NASA-Mitarbeiter, der einem solchen Treffen beiwohnte oder zumindest dies beobachtete. Irgendwann nach dem Vorfall vertraute ihm ein Freund an, dass er denselben Außerirdischen im Mannschaftsraum des Space Shuttles gesehen hatte. Viele andere Astronauten hätten demnach also auch Kontakt mit diesem Wesen gehabt. Und er ist bei weitem auch nicht der einzige Astronaut, der überzeugt ist, dass wir in Kontakt mit Außerirdischen stehen oder sagen, schon selbst ein außerirdisches Raumschiff gesehen zu haben. Denn nach seinen Recherchen, nach seiner außergewöhnlichen Sichtung, kommt er zu einem eindeutigen Schluss. Aliens sind hier auf der Erde, sie wandeln unter uns. Sie könnten in verschiedenen Regierungen dieser Erde implantiert worden sein. Das Pentagon besitzt die NASA. Einige der Missionen des Verteidigungsministeriums, an denen ich teilgenommen habe, waren streng geheim. Diese Missionen brachten Satelliten und andere Weltraummissionshardware in den Orbit und dort trafen sich mehrere Besatzungen mit ETs. McClelland sagt zudem, dass die NASA keine zivile Agentur ist. Das DOD, also das Department of Defense des Pentagons, regiere die NASA, die wiederum wichtige Informationen über außerirdische Kontakte verstecke. Die USA habe auch ein seit langem verdecktes Militärbündnis mit mindestens einer außerirdischen Rasse. Doch wie glaubwürdig sind seine Aussagen? Clark C. McClelland war nachweislich mehrere Jahrzehnte lang bei der NASA beschäftigt.
Fotos während seiner Tätigkeit bei der amerikanischen Weltraumbehörde können dies belegen. Zudem ist er auf verschiedenen Gedenktafeln zu wichtigen Meilensteinen der Raumfahrt wie der Gemini-Mission verewigt. Auch ehren die Luft- und Raumfahrtindustrien Boeing, Kaiser Steel und Lockheed Martin ihn als Raumfahrtingenieur. McClelland war also nicht nur irgendwer, sondern eine feste Größe innerhalb der NASA. Und obwohl seine Glaubwürdigkeit oft in Frage gestellt wurde, glauben die, die ihn kennen, dass er die Wahrheit sagt. Und seine Aussage sollte für ihn nicht ohne Folgen bleiben. Obwohl die NASA seine jahrzehntelange Tätigkeit nicht abstreitet, habe die US-Regierung ihm seine Rente entzogen und ihn gezwungen, von der Sozialhilfe zu leben. Dass an der Geschichte von McClelland weitaus mehr dran ist, als man meinen mag, zeigen uns die spontanen Abbrüche der NASA-Livestreams, immer dann, wenn Unfassbares geschieht. Eine alte Aufzeichnung aus dem Houston-Kontrollzentrum der NASA. Am linken Rand des Videos sieht man einen NASA-Mitarbeiter. Er sitzt am Kontrollpult für die Kommunikation. Am oberen Rand in der Mitte sieht man einen Offiziellen. Sekunden später wird er seinem Mitarbeiter befehlen, den Livestream zu kappen. Nicht ohne Grund. Die Astronauten berichten live von einer UFO-Sichtung. Etwas, das wohl Panik bei dem Offiziellen hervorrufen sollte. Doch was hat ihn so beunruhigt? Normalerweise folgen NASA-Astronauten einem genauen Drehbuch. Sie wissen genau, was, wie und wann sie etwas sagen müssen. Die Astronauten, die wir jedoch gleich hören werden, waren wohl zu schockiert von etwas, das sie zuvor noch nie gesehen hatten. Sie weichen von ihren vorgeschriebenen Worten ab. Eine Diskussion entbrennt über das, was sie gerade mit ihren eigenen Augen sehen können. Yeah, I saw two, so it's not. It was two of them. There's another one. What are they? Some sort of lights flickering in here. Es scheinen zwei Objekte oder mehr gewesen zu sein, die die Astronauten sichteten. UFOs, die so schnell sind, dass sie wie Lichtblitze erscheinen. Kaum nachverfolgbar, aber dennoch da. Gesichtet von nicht nur einem, sondern mindestens zwei Astronauten. Keine individuelle optische Täuschung. Nun könne man mal wieder sagen, dass Dinge im Weltraum anders erscheinen, als sie eigentlich sind. Trümmer anderer irdischer Objekte, die von der Sonne angestrahlt werden, dann kurz aufblitzen und wieder verschwinden. Allerdings muss man sich in diesem Fall einer Frage stellen. Warum sollte die NASA wegen Weltraumschrott ihren Livestream unterbrechen? Neben Funksprüchen, die auf einen Kontakt zwischen Aliens und Astronauten hinweisen, gibt es auch ganz handfeste Hinweise, Fotos und Videos, die Dinge im All zeigen, die nur sehr schwer erklärbar sind. 30 Jahre lang brachten die amerikanischen Raumfähren Astronauten ins Weltall. Eine davon war die Columbia. Auf der siebten Mission dieser sollten die Besatzungsmitglieder ein erstaunliches Foto zurück zur Erde bringen.
Nach vielen Verzögerungen landete Columbia am 18. Januar 1986 um 5.59 Uhr pazifischer Standardzeit auf der Edwards Air Force Base. Die Mission dauerte insgesamt 6 Tage, 2 Stunden, 3 Minuten und 51 Sekunden. Die betreffende Aufnahme sollte aber erst sehr viel später entdeckt werden. Dabei ist sie für jeden frei zugänglich. Das Foto befindet sich auf The Gateway to Astronaut Photography of Earth, einer von der NASA betriebenen Regierungswebsite. Und es zeigt wirklich Merkwürdiges. Ein dreieckiges, unbekanntes Objekt, das im Orbit unserer Erde schwebt. Aufgenommen von einem der Astronauten der STS-61C-Mission. STS-61C ist die offizielle Bezeichnung für die 7. Mission des Space Shuttles Columbia der NASA. Und so trägt auch die Filmrolle, die dieses ungewöhnliche Foto beinhaltet, die Bezeichnung der Mission. STS-61C, Rolle 31, Frame 2, Missions-ID 61C, Name Atlantik. Gar den genauen Zeitpunkt der Aufnahme ist den Dokumenten der NASA zu entnehmen. 1. Dezember 1986 um 13.59 Uhr mittlerer Greenwich-Zeit. Das Foto zeigt eine Aufnahme eines Objekts, das weder sichtbare Flügel, Sonnenkollektoren oder etwas wie einen Antrieb besitzt. Also was kann es sein, das dort im Orbit der Erde schwebt? Kennen die meisten vor allem dieses Foto hier, gibt es eine viel hochaufgelöstere Version des Fotos, die ungemein mehr Detail zeigt. Doch dazu später mehr. Es ist nicht das einzige Foto, das von den Astronauten einer Space Shuttle Mission aufgenommen wurde und ein ungewöhnliches Objekt im Erdorbit zeigt. Das berühmteste ist wohl das, das den Schwarzen Ritter zeigt, den Black Knight Satelliten. Am 4. Dezember 1998 startete die 93. Space Shuttle Mission. Es war der 13. Flug für die Raumfähre Endeavour und es sollte der erste Flug eines Shuttles zur ISS, der Internationalen Raumstation, sein. Die Mission mit dem Namen STS-88 sollte aber nicht nur für diesen historischen Moment bekannt werden, denn ebenso wurde ein Foto eines mysteriösen Objekts aufgenommen. Es zeigt einen unbekannten Körper im Orbit der Erde. Es ist dunkel und besitzt eine recht unregelmäßige Form. Für viele stellt diese Aufnahme einen Fotobeweis für den schon seit Jahrzehnten viel diskutierten dunklen Ritter, den Black Knight-Satelliten, dar. Skeptiker hingegen tun das mysteriöse Objekt als nichts anderes als Weltraumschrott ab. Eine Thermodecke, die der Crew bei der Weltraummission entglitt, so auch die offizielle Vermutung der US-amerikanischen Weltraumbehörde. Es sind bei weitem nicht die einzigen dreieckig geformten Objekte, die aus dem All heraus beobachtet wurden. Erst vor wenigen Monaten berichtete ich euch von mehreren dreieckigen Gebilden, die an der Erde vorbeiflogen. Am 21. Februar 2019 filmte einer der Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation drei UFOs, die in der Ferne hintereinander an der Kameralinse vorbeiflogen. Es waren nur wenige Sekunden, die diese dreieckigen Objekte brauchten, um die Strecke des sichtbaren Bereichs zu durchqueren. Dies bestätigten auch die Aussagen des Astronauten, der dieses unglaubliche Schauspiel mit seiner Kamera eingefangen hat. Sie seien in weniger als ein paar Sekunden an ihm und der Station vorbeigeflogen. Dies bedeute, dass was auch immer sie waren und von wem auch immer diese Objekte gesteuert wurden, sie Zugang zu Technologie haben, von der wir nur träumen können. So einer der vielen Aussagen zu diesem ungewöhnlichen Vorgang über unseren Köpfen. War dies auch nur Weltraumschrott, wie die NASA es auch in diesem Fall vermutet? Die drei mysteriösen Objekte fliegen in einer geraden Linie an der Raumstation vorbei und dies nur in binnen weniger Sekunden. Die mathematische Möglichkeit, dass drei vermeintliche Weltraummüllteile in einer geraden Linie an der ISS vorbeifliegen und dabei auch noch gleich aussehen, ist alles andere als hoch. Besser gesagt liegt sie quasi bei Null. Doch was sagt die NASA zu dem dreieckigen Objekt vor der Linse der Astronauten der Columbia-Mission? Schauen wir uns die hochaufgelöste Version des Originalfotos an, erscheint das dreieckige Objekt viel heller. Es erscheint nicht mehr als flaches, schwarzes Dreieck, sondern gräulich mit scharfen Kanten und einer steinigen Struktur. Immer noch seltsam und ich selbst bin durchaus beeindruckt von der Klarheit des Fotos. Ein Referenzpunkt, um gerade auch im nahen Weltraum eine Größeneinschätzung zu geben, fehlt allerdings leider gänzlich. Sehen wir hier also eine außerirdische Sonde,
Gar ein Raumschiff aus einer anderen Welt? Oder handelt es sich um etwas Irdisches? Die NASA hat ihre ganz eigene Theorie. Das Objekt ist wahrscheinlich ein Stück Weltraummüll, das aus der Shuttle-Nutzlastbucht freigesetzt wurde. Kleine, ungesicherte Objekte, die während der Vorbereitung des Orbiters in die Bucht mitgenommen wurden, wie Stifthüllen und Baseballkappen, können ins All freigegeben werden, wenn sich die Türen der Bucht für Missionsaktivitäten öffnen. Richtig wissen tut es die amerikanische Weltraumbehörde also auch nicht. Die Region des niedrigen Erdorbits, also bis zu 2000 Kilometern über der Erdoberfläche, in der das Space Shuttle damals operierte und in der sich die Internationale Raumstation heute immer noch befindet, weist tatsächlich die höchste Konzentration an Weltraummüll auf. Der Ufologe Scott Waring hingegen hält das dreieckige Objekt im Erdorbit für ein gigantisch großes Raumschiff unbekannter Herkunft. Dabei würden die Astronauten der Weltraummission schon lange diese Objekte in unmittelbarer Nähe beobachten. Das Seltsamste laut Waring sei, dass die vermeintlich außerirdischen Piloten nicht einmal versuchten, ihre Anwesenheit zu verbergen. Es sind bei weitem nicht die einzigen Aufnahmen aus dem All. Schon zu Beginn der menschlichen Raumfahrt haben Astronauten Seltsames erlebt und ihre Begegnungen auf Fotos festgehalten. Das Gemini-Programm. Es war nach dem Mercury-Projekt das zweite bemannte Raumfahrtprogramm der Vereinigten Staaten. Es diente dem Sprung zum Mond. Was würde die Astronauten dort oben erwarten? Wie wirke das tiefe schwarze All auf den menschlichen Organismus? Und können wir wirklich in wenigen Jahren drei Männer bis zum Mond fliegen lassen? Diese Fragen sollten während den Gemini-Missionen geklärt werden. Zwischen 1965 und 1966 wurden so 20 Männer auf 10 bemannte Raumflüge ins All geschickt. Darunter auch Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Die ersten drei Männer, die dem Mond so nahe kamen wie niemand zuvor. Einer dieser Weltraumpioniere, der sowohl am Gemini-Programm als auch an den Apollo-Missionen beteiligt war, ist der Astronaut James McDivitt. Als Kommandant der Gemini 4 startete er am 3. Juni 1965 ins All und blieb dort für etwas mehr als 4 Tage. Doch dort oben im Orbit der Erde sollte er nicht nur den freien Blick auf die Sterne, den Mond und unseren strahlenblauen Planeten haben. Er berichtet von der Sichtung eines unbekannten fliegenden Objekts und er schoss ein Foto dessen. Ein Foto in ungeahnter Qualität, weder verschwommen noch verpixelt. Er machte eine glasklare Aufnahme von diesem mysteriösen Objekt, diesem UFO, das alles andere als nach der Technik aussah, die wir Menschen hätten erschaffen können. Warum kennen wir diese sensationelle Aufnahme nicht? Schoss der ehemalige NASA-Astronaut das erste detaillierte Foto einer außerirdischen Sonde? Das Originalfoto, welches wir uns gleich noch anschauen werden, könnte uns Aufschluss darüber geben. Und es könnte der lang erwartete Beweis dafür sein, dass über unseren Köpfen schon längst außerirdische Schiffe schweben, die von der NASA geheim gehalten werden. Der zweite Missionstag sollte für die NASA-Astronauten James McDivitt und Edward White ein ganz besonderer werden. Für White war es geplant, den ersten Ausstieg eines Amerikaners aus der Raumkapsel heraus zu wagen. Er sollte nach dem Russen Leonov der zweite Mensch sein, der frei im Weltraum schwebte. Doch dieser historische Moment sollte von einem anderen Ereignis in den Schatten gestellt werden. Einem Vorfall, der bis heute noch nicht aufgeklärt wurde. An dem Tag, als sein Partner Edgar White den Schritt hinaus ins All wagen sollte, sah James McDivitt, wie ein Objekt außerhalb der Gemini-Sonde schwebte. Als ich es sah, wusste ich, dass das, was vor mir oder außerhalb des Raumschiffs schwebte, etwas ist, das ich nicht identifizieren kann. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand jemals tun wird. Wir befanden uns im Flug und mein Partner Ed White schlief. Ich konnte vor mir nur den schwarzen Himmel sehen. Doch dann tauchte dieses Objekt auf und es drehte sich dann herum. Ich bemerkte etwas ganz vorne an dem Objekt, das eine weiße, zylindrische Form hatte, aus der eine weiße Stange herausragte. McDivitt schnappte sich sofort eine Kamera und machte ein paar Fotos von diesem außergewöhnlichen Objekt. Er wusste, wenn er es nicht irgendwie beweisen könne, würde ihm niemand glauben. Ich habe mir 2 Kameras geschnappt und Fotos davon gemacht. Als dann die Sonne auf das Fenster schien, konnte ich nicht mehr hinaussehen. Und als ich es wieder konnte, war dieses Ding verschwunden.
Ich konnte es damals nicht identifizieren und habe es auch nie danach gekonnt. Das ist das Foto, welches McDavid geschossen haben will. Es zeigt ein langes, dunkles, glänzendes Gebilde, umgeben von einer blauen Aura. In der Ufologie ist es als die Kaulquappe bekannt. Doch es scheint ganz anders zu sein als das Objekt, das McDavid beschreibt. Und nicht wenige sehen in diesem Objekt nur ein kleines Brandloch im Negativ, das auf dem entwickelten Foto so aussieht, wie es nun mal aussieht. Zeigt dieses Foto ein echtes UFO, sehen wir hier den Beweis für ein außerirdisches Objekt in der Umlaufbahn der Erde. Warum beschrieb der NASA-Astronaut das Objekt ganz anders, als es auf dem Foto zu sehen ist? Welches Detail macht die Aufnahme noch mysteriöser, als sie eh schon ist? Und sahen auch andere Astronauten der vorbereitenden Mission zum Mond ungewöhnliche Objekte? Die Aufnahme McDivitts ist nicht die einzige von seltsamen Objekten nahe der Erde, die auf den Gemini-Missionen gemacht wurden. Im Jahr 1966 wurde die letzte der Gemini-Missionen abgeschlossen. In der Gemini 12-Kapsel saßen Buzz Aldrin und Jim Lovell, der später mit dem Apollo 13-Flug Geschichte schreiben sollte. Diese Mission wurde aber als voller Erfolg gefeiert und trug maßgeblich an der erfolgreichen Landung auf dem Mond bei. Während der Mission hielt Buzz Aldrin, Jahre bevor er als zweiter Mann den Mond betreten sollte, ebenfalls ungewöhnliche Aktivitäten außerhalb seiner Raumkapsel fest. Über dem Horizont der Erde erscheinen auf der Aufnahme zwei leuchtende Punkte, viel weiter entfernt als das Objekt, das McDavid beschreibt. Waren es die gleichen unbekannten Anomalien, die die NASA-Astronauten sahen? Zeigt uns dieses Foto eines dieser Objekte, die die Crew der Gemini-Mission begleitete? Für viele scheint es klar zu sein, dieses dunkle, lange und glänzende Objekt ist nichts weiter als ein Defekt auf dem Film. Aber ein Detail lässt Experten auf der ganzen Welt verwundert zurück. Warum ist dieser, nennen wir es mal Brandfleck, ausgerechnet auf diesem Foto, auf dem Bild, das McDavid schoss, um seine UFO-Sichtung der Welt beweisen zu können, und dann auch noch an der Stelle der Aufnahme, an dem sich das unbekannte Objekt befunden haben soll? Der NASA-Astronaut ist sich sicher, dass das Objekt ziemlich nah an der Gemini-Kapsel schwebte. Immerhin war es für ihn klar und deutlich sichtbar. Als er dann die entwickelten Fotos sah, vermutete er, dass er wohl nicht richtig fokussiert oder überbelichtet hätte. Denn das Ding auf dem Bild sei nicht das, was wirklich dort oben gewesen sei. Ich habe die veröffentlichten Fotos gesehen. Ich ging zurück und ging jeden Frame aller Bilder durch, die wir aufgenommen hatten. Und es war nichts wie das, was ich gesehen hatte. Auch das North American Aerospace Defense Command habe seine Meldung über das UFO im Orbit nicht bestätigen können. Sie haben die NORAD-Aufzeichnungen überprüft, um zu sehen, was sie auf dem Radar hatten, und es gab nichts in unmittelbarer Nähe von uns. Kann es noch etwas anderes gewesen sein, das McDivitt damals sah? Etwas Irdisches? Oder eine optische Täuschung, der er unterlegen war? Nach Veröffentlichung seiner Aussage spekulierten einige Journalisten, der Astronaut könnte einen geheimen Satelliten gesehen haben. Amerikas Wettlauf zum Mond war schließlich Teil des Kalten Krieges mit der Sowjetunion. Sensible Informationen würden aufgrund der nationalen Sicherheit sofort zensiert. Andere wiederum sind da ganz anderer Meinung. Es gäbe eine viel einfachere Erklärung für das Objekt. Dieses vermeintliche UFO sei einfach nur Orbitalschutt vom Start der Gemini 4. Laut James Oberg, einem ehemaligen Weltraumingenieur und Raketenwissenschaftler, könne dieser Fall nicht endgültig abgeschlossen werden. Er schätze aber, dass der Astronaut einen Teil der NASA-Rakete Titan 11 gesehen haben könnte. All diejenigen, die das Foto mit irdischen Objekten zu erklären versuchen, lassen aber das mysteriöseste Detail an der Aufnahme außer Acht. McDivitt hat es als weiß und zylindrisch beschrieben, an deren Spitze so etwas wie eine weiße Stange herausragte. Das Foto aber zeigt ein völlig anderes Objekt. Etwas, das einen Brandfleck oder einen Entwicklungsfehler ähnelt, genau an der Stelle, an der sich das Objekt hätte befinden müssen. Man muss sich fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass solch ein Fehler zufällig auftritt? Ist dieser Fleck absichtlich bei der Entwicklung der Bilder platziert worden? Soll es das wahre Objekt verbergen? Die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet dieses Foto unter den Hunderten anderer und dann noch an besagter Stelle einen Fehler aufweist, geht nahezu gegen Null. Für viele Ufologen ist daher klar,
Die NASA hat die Aufnahme von Astronaut James McDivitt manipuliert. Das unbearbeitete Foto zeige das wahre Objekt, das der Weltraumpionier damals aus seiner Gemini 4-Kapsel heraus fotografierte, und es schlummert noch irgendwo in einem geheimen und verschlossenen Archiv der amerikanischen Weltraumbehörde. Neben seltsamen Fotos und erstaunlichen Videos kommt es auch hin und wieder zu Geräuschen, die nicht weniger mysteriös erscheinen. Unheimliche Klopfgeräusche, die aus den Tiefen des Alls an die Kapseln der Astronauten dringen. Jahrzehntelang gab es nur zwei große Raumfahrtnationen, die USA und die Sowjetunion. Sie lieferten sich einen erbitterten Kampf. Wer würde das erste Mal einen Menschen ins Weltall schicken? Welche Flagge würde in den staubigen Boden des Mondes gestampft werden? Der Startschuss für das Zeitalter der Raumfahrt fiel schon im Oktober 1957. Die Sowjetunion schoss den Sputnik 1 in die Erdumlaufbahn, ein 80 Kilo schwerer Satellit. Er sendete die ersten Funksignale zur Erde. Innerhalb nur 98 Minuten umrundete er unseren Planeten. Der erste Sieg ging somit nicht an die Amerikaner. Nur einen Monat später brachten die Russen einen weiteren Satelliten ins All. An Bord die Hündin Laika, das erste Lebewesen im Kosmos. Und wieder waren die USA geschlagen worden. 4 Jahre später dann die Sensation. Am 12. April 1961 flog Juri Gagarin in einer Raumkapsel 108 Minuten um die Erde. Der erste Mensch im Weltraum. Der Sieg um den Wettlauf ins All schien entschieden, zugunsten der Sowjetunion. Die USA aber wollte diese Niederlage nicht auf sich sitzen lassen. Unter John F. Kennedy formulierten sie ein schier unerreichbares Ziel. Noch im aktuellen Jahrzehnt wollen sie einen Menschen auf dem Mond landen lassen, koste es, was es wolle. Es sollte das größte Abenteuer der Menschheit werden, das Apollo-Programm. Unter größter Kraftanstrengung und Milliarden an Steuergeldern gelang es ihnen schlussendlich, kurz vor Ablauf des andauernden Jahrzehnts. Am 20. Juli 1969 betraten zwei Amerikaner zum ersten Mal den Mond. Neil Armstrong ging als erster Mensch auf dem Mond in die Geschichtsbücher ein. Mit diesem ultimativen Sieg schien der Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion beendet. Selbst Jahrzehnte danach sollte keine rote Flagge ihren Platz auf unseren Trabanten finden. War der Kampf zwischen den beiden ehemals großen Nationen beendet, gibt es noch einen weiteren versteckten Gegner um die Eroberung des Weltalls. Einen, deren Raumfahrtprogramm ebenso alt ist wie das der Russen und Amerikaner. Der 8. Oktober 1956, ein Jahr bevor Sputnik die Erde umkreist, beginnt China, sich ins All vorzuwagen. Es ist die Geburtsstunde der chinesischen Raumfahrt. An diesem Tag wurde das 5. Forschungsinstitut des Verteidigungsministeriums gegründet, das Sprungbrett in den Weltraum. Es folgten Jahrzehnte der Rückschläge, unzählige Fehlstarts, noch mehr Tragödien. Erste Pläne für ein bemanntes Weltraumprogramm gab es bereits seit 1966, doch erst 37 Jahre später sollte sich ein Erfolg zeigen. Am 15. Oktober 2003 fand der erste bemannte Raumflug Chinas statt. An Bord des Raumschiffs Shenzhou 5 befand sich Yang Liwei, der erste Taikonaut. 21 Stunden lang verblieb er im Weltraum. Er berichtet von dem, was amerikanische und sowjetische Astronauten nie aussprachen. Etwas, das er auf seiner Mission erlebt, sich aber nicht erklären kann. Und auch seine Nachfolger berichten davon. Die chinesischen Astronauten hören ein Klopfen an den Wänden ihrer Raumkapsel. Es stammt nicht etwa vom Inneren des Gefährts, sondern es kommt von außen, aus dem tiefen, schwarzen, eiskalten Weltraum, der sie umgibt. Was genau hat Liwei erlebt, der erste Taikonaut? Was berichten seine Nachfolger? Woher stammt dieses seltsame Klopfen? Hat irgendetwas oder irgendjemand darum gebeten, an Bord kommen zu dürfen? Stell dir vor, du befindest dich in einem winzigen Raumschiff. Um dich herum nur die Leere des Kosmos. Es ist dein erstes Mal dort oben, ganz allein im endlosen Weltraum. Dann plötzlich, knock, knock, ein Klopfgeräusch.
Du bist verwirrt. Woher kann es kommen? Bildest du dir das gerade ein? Hat die physische Belastung auf deine Psyche geschlagen? Du musst es dir eingebildet haben. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Nichts und niemand könne hier oben an die Außenhaut deiner Raumkapsel anklopfen. War das, was du gerade meintest zu hören, real? Nein, nein, dir hat gerade dein Verstand einen Streich gespielt. Doch dann. Knock, knock, da ist es wieder. Ein klares, deutliches Klopfen. Nichts aus dem Inneren heraus. Es kommt von außen. So erging es Yang Liwei, Chinas erstem Menschen im All, auf seinem Jungfernflug am 15. Oktober 2003. In einem Interview gibt der Taikonaut seine Erlebnisse preis. Er berichtet, wie ihm etwas sehr Seltsames begegnete, während er die Erde mit seiner Raumkapsel umkreiste. Er sagt, dass jemand auf den Rumpf des Raumschiffes geschlagen hat, so wie man mit einem Holzhammer auf einen eisernen Eimer klopft. Es kam weder von außerhalb noch innerhalb des Raumschiffs. Eine nicht kausale Situation, die ich im Weltraum angetroffen habe. Ein Klopfen, das von Zeit zu Zeit auftaucht. Liwei wurde etwas nervös. Er stieß sich ab, Richtung des Bullauges. Noch ein kurzes Zögern, bis er sich traute, hinauszuschauen. Doch dort war nichts. Nur die blaue Erde unter sich, umrandet vom tiefschwarzen All. Es sollte nicht das erste und auch nicht das letzte Mal sein, dass er dieses mysteriöse Klopfen hört, trotz seines nur 21 Stunden lang andauernden Fluges. Als wolle irgendetwas oder irgendjemand mit ihm Kontakt aufnehmen. War es ein freundliches Anklopfen? Mehr als unwahrscheinlich. So etwas wie Morsezeichen? Nicht ganz so unmöglich. Schlussendlich konnte er nie herausfinden, was es war, weder während des Aufenthalts im Weltraum noch nach seiner Rückkehr zur Erde. Wieder zurückgekehrt, hat Liwei versucht, das Klopfen nachzuahmen. Er schlug mit allem Möglichen gegen die Außenwand seiner Kapsel. Experten sollten ihm helfen, es zu identifizieren. Doch nichts von dem klang so, wie er es dort oben wahrgenommen hatte. Was hat Liwei also wirklich gehört? Was oder wer hat an seinem Raumschiff geklopft? Gibt es eine natürliche Erklärung? Und was berichten seine Nachfolger, die Taikonauten, die nach ihm ins All geschickt wurden, mit anderen Raumkapseln? Liweis Erlebnis steht nicht für sich allein. Das gleiche Geräusch wurde auch von anderen chinesischen Astronauten gehört. Am 12. Oktober 2005 startete Shenzhou 6 ins All, der zweite bemannte Raumflug Chinas. Diesmal sollten zwei Raumfahrer an Bord sein, Fei Yunlong und Ni Hasheng. Auch ihnen begegnete das seltsame Klopfen. 3 Jahre später, am 25. September 2008, startete Shenzhou 7 ins All. Alle 3 Männer an Bord berichten von einem Klopfen von außerhalb. Mit Bekanntwerden der Berichte fragte man auch die amerikanische Weltraumbehörde an. Hatten NASA-Astronauten ebenfalls etwas gehört, das an ihre Raumschiffe anklopfte? Die Antwort der damaligen Pressesprecherin Catherine Hambleton war kurz. Soweit wir wissen, gab und gibt es keine Berichte über solche Geräusche. Eine Antwort, die nur der halben Wahrheit entsprechen müsse. Unlängst ist bekannt, dass auch NASA-Astronauten auf seltsame Geräusche gestoßen sind. Die Besatzung von Apollo 10 hörte auf ihrer Reise um den Mond ein unerklärliches Pfeifen, andere etwas, das sie als Musik beschreiben. Doch wie ist es überhaupt möglich, etwas im Weltraum zu hören? Angesichts der Tatsache, dass es kein Medium gibt, durch das sich Schall ausbreiten kann, müsse es doch im Kosmos absolut still sein. Und so äußert sich auch der Professor Go Chae-young, ein Experte für Raumfahrttechnik an der National University of Singapore. Für Schallreisen ist ein Medium erforderlich, seien es Luftpartikel, Wassermoleküle oder Metall, feste Atome. Wenn es klopft, müsse etwas Physisches das Raumschiff treffen. Hat also tatsächlich jemand an die Hülle des Raumschiffs geklopft? Eine unbekannte Entität, irgendwo dort draußen im nahen Erdorbit? Einer von Liweis Nachfolger hat für sich eine Erklärung gefunden. Das Klopfen sei ein Ergebnis der Expansion oder Kontraktion des Raumschiffes gewesen. Die Außentemperatur des Raumschiffs verändere sich erheblich bei der Umrundung der Erde.
Die Weltraumwissenschaftlerin Li Yong stimmt ihm zu. Sie befand sich für 100 Tage in einer auf der Erde errichteten experimentellen Mondbasis. Ihr begegnete ein ähnliches Phänomen. Sie dachten, jemand klopfe draußen, aber es wurde niemand gefunden. Sie waren zunächst aufgeregt, beruhigten sich aber später, um nach der Quelle des Lärms zu suchen. Die Forscher erkannten schließlich, dass eine Änderung der Kapseltemperatur eine Änderung des Luftdrucks verursacht hatte. Der Druckunterschied zwischen der Innen- und Außenwand der Kapsel verursachte winzige Verformungen. Sie erzeugten den Klang. Ein Detail lässt aber dann doch an dieser Erklärung zweifeln. Das Geräusch auf der Erde klang völlig anders. Es hatte einen sehr hellen, quietschenden Klang. Kein dumpfes Anklopfen, wie es Levi im Weltall erlebt hat. Auch die zweite große Raumfahrtnation hat immer wieder Seltsames im Orbit der Erde erlebt. Russische Kosmonauten, die einen Kontakt erlebten, der bis weit in die Vergangenheit zurückreicht. 8. Dezember 1991. Die Präsidenten Russlands, der Ukraine und Weißrussland unterzeichnen den Vertrag von Minsk. Die offizielle Auflösung der Sowjetunion ist beschlossen. Dieser historische Moment beendet aber nicht nur den Kalten Krieg. Im Laufe der Jahre sollten immer mehr Akten aus den sowjetischen Geheimdiensten ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Darunter zahlreiche Dokumente, die Begegnungen mit unerklärlichen Objekten festhalten. Vor allem die Sichtungen der zahlreichen sowjetischen Astronauten. 19. April 1982. Russland bringt seine Raumstation Saljut 7 in die Erdumlaufbahn. Sie soll der Sowjetunion ermöglichen, zahlreiche wissenschaftliche Experimente im Weltraum durchzuführen. Am Ende wird sie 4 Jahre lang im Orbit der Erde verbleiben und von 10 Gruppen bestehend aus den qualifiziertesten russischen Astronauten besucht werden. Auf der rund 16 Meter langen, 4 Meter in ihrem Durchmesser breiten und knapp 20 Tonnen schweren Raumstation sollten Kosmonauten aber nicht nur den Ausblick auf die Erde und auf das schwarze All haben. Einer der hochgeschickten Gruppen sollte eine Begegnung mit etwas Außergewöhnlichem haben. Noch unfassbarer als die Begegnung der Saljut 6 Besatzung, von der ich euch erst kürzlich berichtet habe. Und diesmal sollte nicht nur eine einzelne Person den genauen Blick auf diese wahrlich außerirdischen Wesen haben. 12. Juli 1984. Die Besatzung, bestehend aus den sowjetischen Kosmonauten Leonid Kizim, Wladimir Solowjow und Oleg Atkov, sichten aus dem Fenster der Saljut 7 wahrlich Ungewöhnliches. Vor ihnen sehen sie etwas, das sie als orangefarbene Wolke beschreiben. Sie kommt der Raumstation immer näher, bis diese unheimliche Wolke die Saljut 7 vollständig umhüllt. Zuerst denken die Kosmonauten, dass es sich um eine Explosion gehandelt haben könnte. Die orangefarbene Wolke sei eigentlich ein Feuer oder zumindest Partikel, die von einem Brand auf der Station angeleuchtet werden. Schnell machen sie sich an einen kompletten Check ihrer Sensoren. Sollte tatsächlich irgendwo ein Feuer auf der Station wüten, zähle jede Sekunde, um dieses zu löschen. Doch die Untersuchung der gesamten Station stellt klar, ein Feuer lodert nirgendwo auf der Saljut 7. Die drei Kosmonauten eilten anschließend zu den Aussichtspunkten zurück. Was sie dort sahen, ließ sie versteinert zurück. Plötzlich taten sich vor ihnen, mitten in der Dunkelheit des Alls, eine Gruppe hell erleuchteter Gestalten auf. Um Worte ringend, aber doch keine für diese Begegnung findend, bezeichneten sie sie als riesige Engel. Wer oder was waren diese leuchtenden, humanoiden Wesen? Wie genau konnten die Kosmonauten diese kosmischen Engel sehen? Konnte die Besatzung weitere Details erkennen? Und sollten sie ein zweites Mal wiederkehren? Laut den Berichten der Kosmonauten sahen sie insgesamt 7 dieser himmlischen Wesen. Ein jeder von ihnen konnte ihre Größe anhand des Vergleichs zu ihrer Raumstation konkret angeben. Ungefähr 25 Meter hoch und 60 Meter breit. Das, was sie dazu veranlasste, sie als Engel zu bezeichnen, waren ihre großen, offenen Flügel. Zumindest das, was sie dafür hielten. In einem späteren Bericht will einer der Kosmonauten sogar ein Gesicht erkannt haben, das freundlich zugewandt die Besatzung anlächelte. Die Männer konnten die Wesen für ungefähr 10 Minuten beobachten, dann verschwanden sie so schnell und leise, wie sie zuvor angekommen waren. War die Besatzung der Saljut 7 einem psychischen Phänomen aufgesessen?
hatte sich eine Massenhysterie unter der Besatzung ausgebreitet, hervorgerufen durch die engen Räume und der darüber hinaus befindlichen Leere des Kosmos. Die Annahme, dass die Sichtung durch einen Weltraumkollaps ausgelöst wurde, liegt nahe. Schließlich sind Astronauten einer hohen physischen als auch psychischen Belastung ausgesetzt. Aber wie ließe sich diese Begegnung erklären, wenn nur wenige Tage später eine weitere, andere Besatzung die gleichen Wesen beobachtet? 17. Juli 1984. 5 Tage nach der ersten Sichtung durch die russischen Kosmonauten dockt eine weitere Besatzung an die Salyut 7 an. 3 Kosmonauten, bestehend aus Wladimir Sanibekov, Svetlana Savitskaya und Igor Volk. Das Ziel der Mission besteht darin, sicherzustellen, dass Svetlana Savitskaya vor den Amerikanern einen erfolgreichen Weltraumspaziergang absolviert. Denn damit sei sie die erste Frau in der Geschichte, die diese Leistung vollbringt. Am 25. Juli 1984 erfüllte sich dieses Vorhaben. Ein großer Sieg für das sowjetische Raumfahrtprogramm. So hieß es damals in den Medien der UdSSR. Doch neben dieser vermeintlichen Niederlage der USA und dem historischen Sieg der Russen blieb ein viel bedeutenderes Ereignis lange Zeit verborgen. Die Rückkehr der zuvor gesichteten Wesen, die die Besatzung als kosmische Engel beschrieben. Während des Weltraumspaziergangs Savitskayas tauchten die leuchtenden Wesen mit ihren großen Flügeln wieder zurück zur Salyut 7. Alle der damaligen 6 Besatzungsmitglieder konnten sie klar und deutlich erkennen. Sowohl die, die schon ihr erstes Auftauchen sahen, als auch diejenigen, für die dies die erste Begegnung sein sollte. Dabei schienen die Ereignisse ziemlich gleich abzulaufen, so wie sie auch schon beim ersten Mal beobachtet worden sind. Die Kosmonauten meldeten ihre Sichtung an die Mission Control, der Bodenstation. Es ist wieder die Rede von seltsamen, leuchtenden, engelsgleichen Kreaturen, sich anscheinend der Besatzung bewusst. Und auch hier wollen einige der 6 Raumfahrer so etwas wie ein Lächeln in ihrer Mimik erkannt haben. Wie auch schon zuvor sollen diese Wesen die Raumstation mehrere Minuten lang umrundet haben, bis sie schlussendlich in den Weiten des Weltraums verschwanden. Was wir sahen, waren 7 riesige Figuren in Form von Menschen, aber mit nebelförmigen Flügeln und Heiligenschein, wie in der klassischen Darstellung von Engeln. So einer der damaligen Kosmonauten der Raumstation. Kann es solche Wesen wirklich geben? Erinnert es nicht zu sehr an eine Beschreibung, die an einem christlichen Glauben gekettet ist? Also doch nur eine Halluzination, ausgelöst von dem Stress, der auf die Kosmonauten einwirkte? Obwohl es keine Beweise in Form von Fotos, Videos oder sensorischen Aufzeichnungen gibt, glauben viele Ufologen an die Echtheit der Aussagen und der Anwesenheit dieser Wesen. Im Gegensatz zur russischen Regierung. Offiziell wurde der Vorfall von Salyut 7 als kollektive Halluzination aufgezeichnet. Doch wie glaubwürdig ist dies? 2 identische kollektive Halluzinationen zu 2 verschiedenen Zeitpunkten. Nach der Rückkehr zur Erde unterzog sich jedes Besatzungsmitglied einer intensiven und langwierigen Untersuchung, sowohl körperlicher als auch geistiger Natur. Alle der 6 Kosmonauten bestanden diese Prüfung ohne die geringsten Auffälligkeiten. Wirklich nichts deutete darauf hin, dass das, was sie sahen, eine Halluzination war. Kann es sein, dass die Begegnung im All eine gezielte Lüge der Sowjets an die Welt war? Weltraumpropaganda, um die Vereinigten Staaten zu verunsichern? Bis heute gibt es keinen schlüssigen Beweis oder einen Grund zur Annahme, dass der Vorfall eine kollektive Lüge der Sowjets war. Die Berichte der Kosmonauten und der Vorfall selbst stammen größtenteils aus den von der russischen Regierung veröffentlichten Berichten, Jahre später und viel detaillierter als zuvor bekannt. Direkt nach der Sichtung wurde dieser mysteriöse Vorfall aber auch schon in der internationalen Presse abgedruckt. Zwar nicht in allen Einzelheiten, doch gelangten die Kosmonauten mit ihrer Geschichte auf die ein oder andere Titelseite. Wenn russische Kosmonauten diese Begegnung hatten, warum dann nicht auch amerikanische Astronauten? Sie müssten dort oben doch den gleichen Wesen begegnet sein. Kann es sein, dass genau dies auch der Fall ist? Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Aufkommen des Internets hat sich die Geschichte der 6 Kosmonauten über die ganze Welt verbreitet. Im Laufe des letzten Jahrzehnts drangen dabei immer mehr Berichte ehemaliger und aktiver NASA-Mitarbeiter ans Licht der Öffentlichkeit. Sie bezeugen ebenfalls, diese strahlenden Wesen in der Schwärze des Alls erkannt zu haben. Und zwar auf Fotos des Hubble-Teleskops und auf Live-Übertragungen der Internationalen Raumstation. Doch wer waren, oder besser gesagt, wer sind sie?
Sind diese mysteriösen Gestalten gar schon immer da gewesen? Begleiten sie uns seit Menschengedenken? Präastronautiker haben zu der Erscheinung dieser himmlisch erscheinenden Wesen eine weitere Theorie. Viele alte Texte und heilige Bücher sprechen offen über Wesen vom Himmel. Meist werden sie als Engel bezeichnet, die als Boten Gottes handeln. Das Alte Testament der Bibel spricht zudem von den gefallenen Engeln, die aus Machtgier auf die Erde geworfen wurden und sich schließlich der Sünde ergaben. Das Buch Henoch bezeichnet diese Wesen als die Wächter. Als diese insgesamt 200 Wesen ihre ursprüngliche Heimat im Himmel verließen und auf die Erde herabstiegen, vermischten sie sich mit den Töchtern der Menschen. Die Söhne, die aus dieser Vereinigung geboren wurden, sind bekannt als die Nephilim. Diese Hybriden aus Mensch und etwas Außerirdischem brachten Chaos auf die Erde. Um dieses zu beherrschen, entsandte das Wesen, das in der Bibel Gott genannt wird, die heiligen Wächter zur Erde. Sie bestanden aus den sogenannten Erzengeln Gabriel, Raphael, Uriel, Raquel, Serachiel und Ramiel, angeführt vom Erzengel Michael. Insgesamt 7 Wächter. 7 Wesen, die mit ihren Flügeln hoch am Himmel schwebten, so wie sie auch die russischen Kosmonauten beschrieben. Es passieren immer wieder seltsame Dinge im Weltall, nur wenige hundert Kilometer über der Erdoberfläche, so nah und doch so fern. Und nur eben jene Astronauten sind in der Lage dazu, sie zu beobachten, sie zu hören, sie zu spüren. Unterlagen sie alle einer psychischen Störung oder ist dieser Kontakt real? Die Begegnungen zwischen Aliens und Astronauten